Hat sich eigentlich irgendjemand gemerkt, wo ich das letzte Mal gestorben bin? Weil ich hab's ehrlich gesagt komplett vergessen. Verdammt! Ich hab's komplett vergessen. Wo war das nochmal? Das war irgendwo, wo es dunkel war. Naja, wo ist es denn eigentlich nicht hier dunkel in dem Spiel? Was soll's. Moinsen allerseits und willkommen zurück zu... Seht zu, wie ein Idiot von einem Typ mit einem Brotmesser gekillt wird. Das lief gerade ja sowas von schlecht ab. Denkt so das Video an. Ja, toll. Echt super. Bye. Auf Nimmerwiedersehen. Danke für dein Wurfmesser. Hallo. Guck mal, ich hab eine Axt. Jetzt weiß ich wieder, wo ich lang gegangen bin. Da! Ist doch nicht dein Ernst. War hier nicht unter mir einer? Ah, hi. Ich sollte mal meine Axt mal ein bisschen öfter benutzen. Und ich sollte früher oder später mein früheres Ich konsultieren, weil offenbar bin ich wirklich zu unfähig mittlerweile, dieses Spiel zu spielen. Schreist du wieder? Ah, keine Ahnung, ob der schreit. Und offenbar jetzt wieder. Ich glaube, ich bin damals hier runter. Bist du instant gestorben? Ah, nee, doch nicht. Naja, dann ist mal da oben rum. Ich glaube, ich bin damals direkt hier runtergesprungen und dann auf dem Typen da unten gelandet. Ob ich das jetzt auch versuche? Mal gucken. Wobei, ich habe, glaube ich, einen Sprint hingelegt, oder? Wird schon schief gehen. Oh, shit. Also, ich weiß noch... Oh, ja, klar. Pff, Scheißdreck. Das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte meine Seelen aufnehmen. Dabei habe ich immer die Taste fürs Ausweichen gedrückt, ich Idiot. Mann, ey. Ich spiele wirklich momentan wie der letzte Vollidiot. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, irgendwie meine ich, die Steuerung aus Bloodborne und Blasphemous ist irgendwie in meinem Kopf komplett durcheinander bei mir. Und deswegen denke ich die ganze Zeit eine komplett andere Steuerung. Schrei nicht so laut da oben. Was habe ich Schaden bekommen? Ach so, weil ich die Leiter, glaube ich, darunter gesprungen bin. Genau. Und ich glaube, ich bin da lang gegangen. Und da bin ich dann irgendwo hingekommen, wo es dunkler war. Und einige Gegner mit Äxten auf mich einschlugen. Richtig. Keine Ahnung, wo es da lang geht. Da bin ich aber, glaube ich, nie hingegangen. Hi, Kollege. Können wir spielen? Das wäre toll. Hätte der mich nicht mit seinem Zahnstocher treffen müssen gerade? Das sah aus, als hätte der mich treffen müssen. Ach, schade, da liegt nichts. Hab mir doch gerade gedacht schon, dass da einer steht. Ist das ein NPC oder was ist das da hinten? Das ist ein Gegner. Was war das denn? Untoten-Jäger-Amulett blockiert, bedingt Estos-Regeneration. Ach so. Irgend so ein Item, was für ein PvP mehr oder weniger relevant wäre. Für ein PvE, glaube ich, fast komplett nutzlos ist. Außer vielleicht bei den erzwungenen PvP-Kämpfen. Wobei ich bei denen jetzt nicht so genau weiß, ob da eigentlich die Gegner Estos gesoffen haben. Dämlich, Tische hier. Immer stehen die im Weg. Ja, genau. Hallo.
Ich sollte dann denken, dass da Gegner noch irgendwo in der Ecke waren. Jetzt bin ich ja wieder da, wo ich gestorben bin. Und by the way, ich weiß mittlerweile, wo dieser Yol war oder wie auch immer der Typ jetzt nochmal hieß. Dürfte an so einer großen kaputten Brücke, glaube ich, sein oder irgendwas ähnlichem auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht zu verfehlen. Es sei denn, man läuft weg. Doggy, komm mal her. Diesmal bitte hier hochkommen und nicht am Geländer bleiben. Danke. Jetzt wäre der nächste Depp dran. Ich nehme dich mal da hinten. Okay, das war nicht unbedingt der intelligenteste Angriff. Aber mich auf jeden Fall definitiv besser angestellt als beim letzten Mal. Da liegt ein Item. Oh ja, was? Wie? Hat mich immer noch erwischt? Wo kam denn der Typ mit seiner helle Bade auf einmal an? Kommt doch mal eben aus dem Keller hochgefischt, als gibt's hier plötzlich gratis Eis. Ach ja, ich hab dich schon wieder vergessen, meine Fresse. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, nee. Ich frag mich, wie oft ich noch sterben werde, bevor ich irgendwann auch nur halb so gut spiele, wie ich es zuvor getan habe. Ich glaube, die ganzen Bosse werden für mich mehr oder weniger auch erstmal ein Albtraum werden, einfach nur deswegen, weil ich plötzlich zu unfähig bin zu spielen. Wo kann ich blocken? Wie geht parieren? Wo kann man angreifen? Kann ich heilen? Wo kann man die Schwierigkeitsgrade einstellen? Geht das in dem Spiel? Ich glaube nicht, oder? War das hier da? Ich bin mir nicht so sicher. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Kann der Typ mit seiner helle Bade bitte wieder zurück in seinen Keller gehen? Vielleicht heute noch. Das wäre echt nett von dir. Wo ist der Typ abgeblieben? Keine Ahnung, wo der ist. Ich hole mal eben meine Seelen zurück. Ach ja, stimmt ja. Hier war ja... Der Typ mit seiner helle Bade ist ja wieder aus dem Keller gekrochen. Warum? Hat er irgendwie gehört, dass es hier was zum Gratis gibt? Meine Fresse, warum bin ich so schlecht? Ach, wo kommt jetzt der Hut auf einmal her? Wie mache ich das, dass ich jetzt die hier kille, ohne dass ich sie beide gleichzeitig habe? Ach, jetzt ist der Kollege auch wieder da. Warte mal, wenn ich nicht... Oh, verdammt. Kann ich jetzt auch vergessen. War nicht, wenn ich langsam hingehe, es so, dass ich dann einen Hinterhalt machen konnte? Was? Warum brennt's hier? Ach, den da oben habe ich nicht gekillt gehabt, deswegen brennt's hier. Okay, dann kill ich den doch mal erstmal vorher. Ich habe nämlich keinen Bock von oben, es auch noch Feuer regnen zu haben. Irgendjemand ist hier gerade großen Fußes unterwegs. Habe ich nicht einen Stein oder so gerade parat? Ich glaube nicht, oder? Sieht nicht gerade so aus, als hätte ich einen Stein in der Tasche. Dann latsche ich erstmal gekonnt um die herum. Estos-Scherbe, waren die nicht für Dingensbums? Für mehr Estos-Flakons?
War keiner. Ach so, stimmt. Das ist ein anderer Pfad, um hier runterzukommen. Okay. Der hat mich jetzt gesehen. Geil. Schön weiter nach hinten ziehen. Ich möchte den da hinten nämlich nicht auch noch haben. Ja, genau, das meinte ich. So muss eine Atemzulauf hier gewesen sein. Wenn ich hinter denen stehe. So, und warum kam jetzt ein Hund von da unten hoch? Ach so, weil er da unten steht. Aber wann hat der mich bitte bemerkt? Ach, vielleicht, weil der eine Gegner mit der Hellebarde irgendwo in der Nähe von der Treppe gewesen ist. Gefängnisschlüssel, für was war der denn? Ach, ich glaube, um den einen Typen da in den Gefängnis einleuchten, deswegen auch der Name, zu befreien. Aber ich glaube, der hatte jetzt nichts Besonderes, glaube ich, gehabt, oder? Nur irgendwie so ein bisschen Krempel, glaube ich. Kann aber trotzdem nicht schaden, den zu befreien, wenn ich denn noch wüsste, wo der war. Aber ich glaube, da war in dem einen Punkt, wo ich den Dingsbums habe. Mein Leuchtfeuer. Ich drücke immer noch die falschen Tasten. Kann mich ja irren, aber der Dicke hat, glaube ich, auch noch so eine Art Lichtstrahlangriff. Schön, dass der ausnahmsweise kein Problem diesmal gewesen war. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich beim ersten Mal, als ich dem Typen gegenüberstand, ein paar Mal gestorben bin. Da gehen die noch mehr rum? Ah ja, hier. Da hinten geht's auf jeden Fall weiter. Ich glaube, da kommt auch schon dann der erste... Ne, nicht der erste Boss, sondern der zweite Boss. Aber ich meine, da war auch irgendwo ein Leuchtfeuer. Ich gehe mal zurück und befreie den Typen. Kann ja nicht schaden. Und eventuell raste ich auch mal kurz am Leuchtfeuer. Um wieder mehr Estus zu haben. Verdammte Ausdauer. Konnte ich die Tür auch direkt aufmachen? Nein. Schade. Dann wahrscheinlich wohl nur die Tür, die hier irgendwo ist. Guckt der ständig gegen die Wand? Ist mir noch nie aufgefallen, als ich hier runtergekommen bin. Mein Vorher stand hier ja auch ja mit dem Gesicht zur Wand, aber... Warum? Egal. Ah. You know Taylor, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Von mir aus, ich habe eh keine Ahnung mehr, wie die Quest ging. Habe ich die überhaupt jemals gemacht? Ich weiß es nicht. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you.
Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Schön. Schön, schön. Kann ich den momentan benutzen? Das wäre echt toll. Erhöht Schadensminderung bei geringen TP. Macht das Sinn, das zu benutzen? Ich hoffe mal ja. Ist immer noch keine Mid-Roll. Oder? Oder ist das Fat? Fat-Roll ist es auf jeden Fall nicht. Wie sah nochmal Mid-Roll eigentlich aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich glaube, da wäre ich ein klein wenig langsamer und das ist schon das Schnellste, oder? Oder ist das Mid-Roll? Kann ich ja einfach mal eben kurz ausprobieren. Ich ziehe mal die Rüssi hier aus. Dann sollte ich eigentlich leicht genug sein. Das sieht aus wie Midroll, glaube ich. Sollte eigentlich noch ganz okay sein. Solange ich nicht fett rolle. Weil so lahmarschig, wie ich dann ausweiche, das ist graus. Naja, gut, ich gehe da mal... Hi. Der Kollege wollte auf jeden Fall sehr schnell sterben. Ich gehe da mal fix zum Leuchtfeuer, lad mal meinen Estos wieder auf und latsch wieder zurück zu dem dicken Typen. Kann ich dem kleinen Überraschungsangriff geben? Offensichtlich nicht. Oh, verdammt. Ja, Beyblade, Beyblade. Let it rip. Okay. Ja, ich sollte... ciao, ich gehe mal eben wieder weg. Ich habe mein Estos hier und das muss ich mal eben fix trinken. Okay, let it rip again. Oh, warum macht er denn jetzt schon wieder? Sag mal, Kollege, was ist denn bei dir hier der falsch am Laufen? Ja, jetzt muss er schon wieder! Sag mal! Bist du so wenig im Kettenkarussell gewesen, oder was? Da gehe ich zurück, um meinen Estos aufzuladen und hab's jetzt schon wieder komplett verballert. Stand hier einer von denen irgendwo auf? Ich hoffe mal nicht. Was? Ich höre ein schweres Atmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Da, la, 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 la. Links von mir war ein Gegner, glaube ich. Ja, da ist er ja. Was war hier oben nochmal? Ich glaube, hier oben war kein Leuchtfeuer, oder? War da ein Leuchtfeuer in der Kapelle? Ich glaube, irgendwo hier runter weiß ich, da ist ein Boss. Wenn ich mich jetzt nicht irre. War auf der anderen Seite dann so ein Leuchtfeuer gewesen? Oh shit. Oh ne, warte mal. Immerhin ein bisschen safe jetzt. Wollte eigentlich das Item da hinten mir holen. Musste ich erst auf dieses Dach? Ich glaube, ich musste erst auf das Dach und dann konnte ich rüberspringen. Wenigstens habe ich keinen Schaden bekommen. Ich bin einfach nur zu früh gesprungen. Ring der Opferung, was macht der nochmal? Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Achso. Ja. Bricht der permanent oder ist der reparierbar? Ich habe den nämlich nie benutzt. Aber wenn der reparierbar wäre, dann ist es gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man den auf jeden Fall hier und da mal benutzen.
War hier ein Rückweg? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob da hier eine Abkürzung war. Ich glaube, das ist da, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ein Aufzug. Ja, ja, stimmt. Hallo, Überfall, genau. Ja, jetzt willst du lieber nicht mehr angreifen, ne? Nachdem ich drei von deinen Kollegen mit einem Hieb gekillt habe. Das ist auf jeden Fall ein Aufzug. Ich habe aber keine Ahnung, wo der hinführt. Den Hebel zu benutzen funktioniert nicht, weil Aufzug bereits da. Keine Illusionäre Wand. Wo führt ihr das hier nochmal hin? Zu der einen Tür, wo ich nicht reingehen konnte beim Gefängnis? Ah, nein, das ist diese eine Abkürzung. Das ist da, wo ich zuerst hingegangen bin. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist da, wo ich zuerst hingegangen bin. Dann kann ich ja jetzt... Lass das. Zurückgehen zu dem einen Leuchtfeuer hier und hol mein Estos zurück. Vorausgesetzt, ich überlebe den Spieß guten Laufen. Lalalalalalalalala, du hast schönes Gebiss. Ich muss aber trotzdem weggehen. Ich habe nämlich gerade Termine, habe ich mitbekommen. Ah, verdammt, das Leuchtfeuer ist ja direkt hier. Klappe zu. Du siehst aus wie der lebende Tod. Dann solltest du vielleicht auch lieber tot sein. Da ist ja nur ein zweiter. Gerne ich die ein oder andere Waffe aus Bloodborne gerade gerne hätte. Die Hunter-Axt wäre zum Beispiel richtig cool. Das war doch die, die man dann, wenn man sie in so einer Zweihandwaffe verwandelt hatte, dass sie dann einmal so einen Rundumangriff gemacht hat, oder? Glaube ja. Mann, wäre die geil.